Hey ho, willkommen back zu Let's Play Mass Effect. Juhu. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ja, mal sehen, was der Typ jetzt hier sagt. Wir sollen ja eigentlich für den verdammt, ich habe den Namen schon vergessen. Shepard, seine Frau was kann ich für zurückzuholen. Sie tun? So, jetzt wollen wir verdammt nochmal, wir haben ja einen Citadel Officer bei uns, wir wollen was über die Untersuchung wissen. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Ja, so ein Arsch. Auf Wiedersehen, Commander. Dann muss ich ja wohl erst einen Rang aufsteigen, bevor ich das machen kann. Hey, der Typ, der vorher nur ein Gast war, ist jetzt der Verwaltungsbeamte Boska. Mister. Ich guck dich böse an und verschränk meine Arme dabei. Und guck weg. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, das können Sie in der Tat. Sechs. Ich komme im Namen von Samesh Bhatia. Es geht um seine Frau Nirali. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie Ihnen Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Das ist ja schrecklich. Sie glauben, dass Ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Das ist auch wieder so eine moralische Frage und da werden auch noch ein oder zwei weitere extrem moralische Fragen kommen von dem Spiel. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie manchmal solche Themen auch behandeln. Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Oh, was ist denn da für eine Leiche noch über, ey? Die müssen sie ja dann komplett zerfleddern, wenn sie ein Jahr lang daran rumschneiden und... Wer weiß, was sie mit der Leiche machen? Wow, will ich mir gar nicht vorstellen. Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Verdammt, wir brauchen einfach mehr Leichen. Mist. Alter, Scheiße. Das ist ein abgefuckter Bürokrat, ey. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Ja, töte noch mehr Menschen, dann bist du bestimmt schneller, Mister. Ich töte alle. Nummer 9, also ich würde sagen... da wir hier verschiedene haben, das wären wieder diese typischen Böse mit neutral gut. Ersetzen wir einfach die Gute durch die Supergute, hey! Ich werde Mr. Bartsch berichten. Vielleicht Scheiße. Fällt es ihm dann leichter, die Sache zu verstehen. Danke. Ich weiß das. Ach komm bitte schon. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Es ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Soll ich jetzt laden und... Ich will die gute Antwort haben. Ich hab's nämlich verdient, verdammt nochmal. So. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Da bin ich stur. Stur wie sonst was. Darüber machen wir jetzt einen kleinen Crashkurs über die Gespräche wieder und... Mr. Boska, bitte... Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich glaube, die hatten wir. Anders gesagt. Na, fragen wir doch mal alles ab. Vielleicht gibt es einen Kodex-Eintrag oder ähnliches. So, jetzt aber. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Ja, jetzt appelliere nicht an meiner Menschlichkeit. Davon ist nicht mehr viel über. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Besser ist es. Sagen Sie Samesh, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Jetzt verzieh dich. So, geh weg. Geht doch. Hey, wir haben Vorbildpunkte erhalten. Endlich mal seit 10 Millionen Jahren. Das erste Mal. Ich glaube, vorher haben wir immer nur Renegade-Punkte eingesammelt. Naja, ist nicht mein Fehler. Das ist der Würfel. Es wächst. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört?
Hallo nochmal. Ihre Frau wird nach Hause zurückkehren, Mr. Bhatia. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Hey, ja. Wow, wir kriegen wirklich viel von ihm. Ha, ich bin einfach zu freundlich, verdammt. Und kassiere einfach zu wenig Belohnung, verdammt. Aber das wird sich, glaube ich, dann in den nachfolgenden RPG-Spielen wie Dragon Age oder Fallout 3 vielleicht ein bisschen ändern, weil dann können wir die Würfel etwas besser einbringen. Ach ja, und ich habe, glaube ich, noch gar nicht großartig erklärt, warum ich kein Fallout 3 Let's Play gemacht habe. Ja, der Grund war einfach, ich wollte kein normales Standard-Vanilla-Fallout 3 spielen, weil das ist so unspektakulär. Und habe mir gedacht, ich mache mir eine schöne Modliste und so weiter. Ich habe auch eigentlich extrem viel Erfahrung mit Mods gemacht. Ich habe alle gut installiert. Musste nur ein paar tausend Mal die Mods neu installieren, weil ich gucken musste, welche Mods mit welchen irgendwie in irgendeiner Art und Weise Konflikte hervorrufen. Na gut, bei 260 Mods ist das vielleicht ein bisschen schwer gewesen, aber ich hatte es letztendlich geschafft und ich hatte wirklich ein geiles Spiel am Laufen mit extrem geilen HD-Texturen mit neuen Waffen, Quests und so weiter. Aber nein, da musste leider OBS sagen, was, du spielst 10 Sekunden, während ich aufnehme? Da schließen wir das Spiel und lassen es abstürzen. Vielen Dank. Scheiße. Und Fraps war dann auch so, naja, 30 Sekunden Parts aufnehmen, weil ich keine gekaufte Version habe. Hatte ich auch keine Lust jetzt mit einem Wasserzeichen Fraps.com Dings, um Aufnahmen zu machen und dann alle 30 Sekunden Parts zusammenzuschneiden. Und mir gedacht, na, mache ich erstmal ein anderes Spiel, was ich mit OBS aufnehmen kann. Okay, mal gucken, ob wir jetzt die Quest hier lösen können. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Was nehmen wir denn mal da? Nein. Ich arbeite noch daran. Okay, wo konnten wir denn die gute, böse Antwort machen? Ah, Falschtaste. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikale... Ich denke, Sie sollten den Hanar... Warum sollten die Wappen... Okay, können wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein paar mehr Paragon-Points. Kann sein, dass wir die Quest erst viel später abgeben können. Wir haben aber noch eine Quest mit der Signalverfolgung. Ich glaube, der nächste Signalpunkt war hier unten. Also müssen wir noch einmal kurz mit dem Fahrstuhl fahren, bevor wir zum Zitadellrat gehen. Ich weiß nicht, war das jetzt wirklich hier schon der Punkt oder musste ich... Oh Gott, wo war denn der? Ja, konnte ich in dem Tagebuch nachgucken. Ritas Schwester. Müssen wir auch noch machen. Wunsch der Reporterin. Können wir abgeben, haben wir erledigt. Der Fan kommt später. Kommt später. Das war das eben gerade. Das können wir auch noch machen. Oh, wir haben ja noch viele offen. Ungewöhnliche Signale. Das müsste es sein. Nein, okay. Dann war es das. Nein, auch nicht. Okay. Okay. Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Yay! Ja, ja. Fahrschulmusik. Ich weiß gar nicht, ob ihr die hört. Egal. So, das Signal zurückverfolgen. Wir haben ja beim Quasartisch haben wir ein verdächtiges Datensignal. Ha, genau, Signalquelle untersuchen. Untersuche es. Es gibt eine Signalrückkopplung vom Relais. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Und ich weiß auch schon, wo dieses Signal ist. Es müsste jetzt, glaube ich, sogar schon die Quelle sein. So, wieder hoch. Fahrschulmusik. Yeah, Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt.
Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Boah, was ist heute mir los? Ja, na, die Nachrichten im Fahrstuhl, die wiederholen sich irgendwann einfach mal wieder. Also ich glaube, ich werde dann irgendwie versuchen, diese Fahrstuhlsequenzen mit irgendeinem sinnlosen Gerede, wie ich jetzt zum Beispiel versuche, die Zeit zu überbrücken, irgendwas labern werde. Hallo. Ja, nee, das ist schon kein sinnloses Gerede, aber es ist immer noch, glaube ich, besser mir zuzuhören als... Seht ihr den Unterschied? Es wäre ein bisschen langweilig, dann könnte ich das auch ganze Ding auch ein Walkthrough nennen, aber ich will ja kommentieren, ich will von meiner Schüchternheit loswerden, weil eigentlich bin ich von mir selbst aus gesehen ein extrem schüchterner Mensch und kriege kaum ein Wort raus. Und ich muss sagen, das Let's Play, das hilft mir schon ein bisschen, weil ich werde in letzter Zeit so wirklich schon so ein bisschen zum Arschloch. Grob gesagt. Okay, noch eine Signalquelle. Wer immer es ist, er ist irgendwo im Präsidium. Beziehungsweise ich werde so, weil ich mich traue, halt Sachen zu sagen. Und das ist eine verdammt erfolgreiche Therapie, muss ich sagen. Früher habe ich mir mal alles gefallen lassen und jetzt ist schon so ein bisschen so, hey, pass mal auf, was du sagst, Junge. Es ist zwar erst ein leichter Wandel, aber trotzdem ist er schon deutlich erkennbar bei mir, muss ich sagen. So. Das ist es. Mal sehen, ob ich herausfinden kann, wohin die gestohlenen Credits gelenkt werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Oder auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Das lasse ich mir doch von meinem Roboter nicht sagen. Verdammt, ich dachte, wir suchen nach Credits. Von Auseinandersetzungen mit KIs war nicht die Rede. Sie könnten einfach gehen. Aber unter Berücksichtigung der Vorurteile organischer Wesen gegen KIs habe ich Zweifel, dass sie einfach friedlich abziehen. Woher weißt du das? Also habe ich meine Kernsysteme so modifiziert, dass sie eine Selbstzerstörung auslösen können. Wenn sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Ja, bla bla bla. Ja, man hört es eigentlich auch schon raus, dass diese Synchro-Stimme ziemlich oft verwendet wurde. In diesem Fall einfach nur ein bisschen durch so einen Synthesizer oder wie man das nennt, durchgezogen wurde. Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Wenn ich das jetzt benutze, ich glaube, dann ist die zu Ende die Gesprächssequenz. Also holen wir noch ein paar mehr Infos. Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Also war ein Turianer. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Ja, böse. KIs sind böse. Du kannst selbstständig denken. Warum hast du weiter Credits gestohlen? Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Geth suchen können, um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Ja, 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12. Let's roll. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch sie ausgelöscht.
Okay, es war doch keine endgültige. Aber nur weil die Quarianer eine schlechte Erfahrung mit KIs gemacht haben, müssen sie ja nicht gleich immer alles kritisieren, was mit KIs zu tun haben. Also, sie wurden zwar fast vernichtet und von ihrem Heimatplanet vertrieben, aber hey, so ist das Leben. Hey, Vitas, Quitas, oder wie das spanische Sprichwort heißt mit so ist nun mal das Leben. Du kannst unmöglich Sprengstoff in das Präsidium geschmuggelt haben. Keine konventionellen Sprengstoffe. Aber ich habe das System so manipuliert, dass es bei Überlast zu einer mächtigen Explosion kommt. Wenn Sie gehen oder mich angreifen wollen, wird sie diese Explosion mit Sicherheit töten. Ja. Na gut, machen wir wieder in 6er-Schritten, ne? Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Evil Love. Lach. Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, die richtige, beziehungsweise Rate, die richtige Kombination. Hoch, runter, rechts. Nein, links, hoch. Nein, links, runter, hoch. Runter? Hoch. Ha! 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 Yeah! Meine Güte, bin ich gut. Das war aber Glück. Es gibt auch noch so ein paar, glaube ich, von dieser Art und die sind dann etwas nerviger. Weil ich ja zu meinen... Verdammt, nein, ich dachte, ich könnte speicheln, skillen. ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. So, machen wir Soldat voll. Sturmgewehr Overkill. Und komm, dann machen wir jetzt auch mal Kampfpanzerung rein da. Also ich werde auf jeden Fall die erstmal voll skillen. Den Rest ist erstmal so. Andere Waffen skillen brauche ich erstmal nicht. Erste Hilfe ist zwar nett. Könnte ich, sollte ich eigentlich vielleicht mal skillen. Genauso wie das. Abkühlzeiten für alle Fertigkeiten zurück. Ja, das könnte ich auch gut gebrauchen. Aber ich brauche vor allem das, dass ich meine Squad-Mitglieder wiederbeleben kann. Das hier brauche ich. Erste Hilfe muss ich nächstes Mal skillen. Habe ich total verpeilt. Mich schon immer gewundert, warum sie nicht vom Medigil wieder aufstehen, weil ich einfach vergessen habe, das zu skillen. Oh Gott, ich habe schon wieder total die Zeit vergessen in dieser actionreichen KI-Explosionsgeschichten-Sequenz-Teil-Dingens-Gespräch. Na gut, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis denn, ne?